So, herzlich willkommen. Wir sind hier bei Splatoon 3, das Splatfest. Wie will man begrüßt werden? Ist schon rum. Und hier die Zusammenfassung in vielleicht mehreren Videos, keine Ahnung. Auf jeden Fall schalten wir jetzt rein. Ich zeige euch, wie ich so gespielt habe. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Die dunkle Jahreszeit lassen wir uns, durch die dunkle Jahreszeit lassen wir uns nicht vermiesen. Und tauchen ein in die bunten, verrückte Farbenwelt, in die bunte, verrückte Farbenwelt von Splatoon. Immer wieder ein Grund, Splatoon zu spielen, ist nämlich, sich aufmuntern zu lassen. Und ja, ihr seht, Faustcheck ist momentan, oder ist hier zu diesem Zeitpunkt, ein bisschen vorne. Aber es sieht von den Prozentzahlen ungefähr irgendwie gleich verteilt aus. Oder sagt gleich verteilt aus. Im Anschluss an dieses Video werde ich dann auch die Ergebnisse verkünden, wer jetzt nun gewonnen hat. Und ne, im nächsten Video. Ne, im nächsten Video. Jetzt wollen wir erstmal, will ich euch erstmal zeigen, wie ich mit dem Splatfest angefangen habe zu spielen. Und dann, ja. Und was wollte ich jetzt sagen? Ja, wer gewonnen hat. Und dann werde ich so den Verlauf von meinem Splatfest immer in so kleinen Videos aufteilen und dann immer so ein bisschen was zeigen. Ich habe ja überlegt, soll ich einfach die ganzen Aufnahmen als Konserve einfach wieder streamen? Aber wie gesagt, Streams machen einfach meiner Meinung nach nur Sinn, wenn man auch live spielt. Und wie gesagt, ist es, ich weiß nicht wie, bin ich zu doof oder irgendwie, aber ich schaffe es einfach nicht, mit das Video zu streamen. Nein, ich bin nicht zu doof, aber ich irgendwie die Technik macht nicht mit. Aber das ist ja auch egal. Dann zeige ich eben Aufnahmen. Und wenn es ja mal dann irgendwann funktioniert, dann wird auch mal gestreamt. Ich finde die Farbe von dem Thema wirklich sehr schön. Dieses hellgrün, dieses leuchtende Grün, guckt euch das mal an. Und es ist einfach so, dass halt die Farbe wirklich richtig leuchtet. Also das ist wirklich, das ist das, was mir am Splatfest, ich kann mich einfach nicht satt sehen, im Splatfest so gut gefällt, dass die Farben wirklich immer wunderschön sind. Zumindest. Naja gut, also bei Faustcheck, das ist dieses komische Orange, wo aber irgendwie so komisch pastell-orange-mäßig aussieht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und Knuddeln, ja, Knuddeln mag ich als Begrüßung einfach am liebsten. Wobei ich denke, der Handschlag wird am meisten verbreitet sein in der Gesellschaft. Aber wir sind hier nicht in der Gesellschaft, wir sind hier in Splatville. So, das erste Spiel, aber mein erstes Spiel im Splatfest. Thema begrüßen und los geht's. Und was ich mir auch angewöhnt habe, ist, dass ich immer die Cool-Cool-Cool-Button drücke, wenn die Runde losgeht. Weil ich einfach die gute Laune verbreiten möchte. Oh, apropos, da ist schon die Cool-Bombe gezündet worden vom gegnerischen Team. Zwei auf einmal weggesplattet. Ich muss übrigens sagen, jetzt mit der neuen Steuerung läuft es wirklich richtig, richtig gut. Wahrscheinlich sind die letzten Spiele mit der alten Steuerung, wo ja wirklich schon richtig rumgesponnen hat, stellenweise. Vielleicht ist es auch deswegen so, ich habe mich an den Zustand vielleicht schon gewöhnt, dass die Steuerung nicht richtig funktioniert hat und dann auch so sch auch dann schlecht gespielt. Kann das sein? Keine Ahnung. Das Gefühl habe ich jedenfalls. Es soll natürlich keine Ausrede sein. Und auch mit der alten Steuerung hatte ich auch schon gute Spiele. So, rein in den Highhammer. Na, Quatsch. Gehabt, aber ich bilde mir ein, jetzt läuft es einfach richtig gut. Es macht auch richtig Spaß. Es macht auch wirklich richtig Spaß. Rambo-Opa! Fertige. Was war das? Der Rambo-Opa! Ich finde die Namen immer wieder stellenweise sehr amüsant. Manchmal sind in Anführungszeichen langweilig, gewöhnliche Namen dran. Einfach ein Vorname steht, wo ich mal denke, es ist der Account von Mami oder Papi. Und, das Kind, Sohnemann oder das Töchterchen, darf dann damit das Switch spielen. Vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht irre ich mich auch. Und wir, die Sandra, denke ich jetzt mal. Weil, ich weiß nicht, wer die Sandra nennt in dem Spiel, aber es kann auch sein, dass da wirklich die Sandra spielt. Keine Ahnung, ist mir auch wirklich gesagt egal, weil das Spiel geht ja nicht darum, wer hat den kreativsten Namen oder den coolsten Namen, sondern wer werft am meisten ein. So, und ich komme hier irgendwie durch. Das Teil hier
Da muss man übrigens aufpassen, das fängt mit der Zeit an sich zu bewegen und ist natürlich auch einfärbbar und ich bin da schon mehr wie einmal dann irgendwie da in diesen Schlund oder was das ist, in den Schacht da runtergefallen und auf immer Wiedersehen. Ja, und die Sandra, der positive Jungspund, hat hier aber faustig hinter den Tentakeln. So, wir wurden voll erwischt. Auch eine Neuerung in Splatoon 3, dass wenn das gesamte Team weg ist, dann gibt es die Meldung voll erwischt. Ja, voll erwischt war mal eine Sendung, eine Show, lang, lang ist her. Das wird wahrscheinlich niemand, wo jetzt hier zuschaut, wenn überhaupt zuschaut, kennen. Eine Show mit von Fritz Gegner, wo, so wie verstehen Sie Spaß, Prominente, aber nur Prominente. Aber das nur am Rande. So, die letzten Sekunden, das war's. Ein Win oder ein Lose. Ich glaube, es sieht... Ja, es könnte ein... Lose sein. Was soll's? Wir haben mit wunderschönen Farben gesplattet. Ja, die Sandra freut sich. Hier nennt sich jemand 8 und Echo. Echo 8 Sandra Rambo-Opa. Echo 8 und Sandra Rambo-Opa. Das hört sich an wie so ein Geheimcode. Das ist ja mal lustig. Sehr schön. Und ja, wie gesagt, auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Gewinnen, verlieren. Was soll's? Wir spielen Splatoon. Bei Splatoon ist nämlich wirklich... Oder war jemand aus unserem Team disconnected? Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Splatoon spielen, das ist schon die Belohnung genug, weil dabei sein ist alles beim Splatoon, weil es ist wirklich wunderschön. Immer wieder Spaß. Klar, wenn man ständig weggesplattet wird und gar nicht mehr zum Einfärben und Spielen kommt, dann ist es schon wirklich ärgerlich und doof. Aber ich gebe da einen guten Rat und das mache ich übrigens auch, wenn man wirklich merkt, okay, jetzt macht es keinen Spaß mehr oder jetzt habe ich schlechte Laune, dann ist es besser auszuschalten und zu sagen, okay, dann eben nicht, weil das Schlimmste ist, etwas zu machen, was man eigentlich gerne macht, aber dabei permanent schlechte Laune hat. Also dann ist es besser zu sagen, okay, ich schalte jetzt aus, ich mache eine Pause und weil ich will ja bei Splatoon Spaß haben und nicht... diesen Mega-Stress und diesen Druck, weil es geht ja jetzt um nichts. Also es ist ja jetzt hier nicht die Bundesliga beim Fußball oder so, wo man sagt, oi, wir müssen gewinnen, sonst kriegen wir kein Geld oder keine Werbepartner oder weiß der Kuckuck was, sondern es ist ja Spaß. Wobei ich sage, bei dem in Anführungszeichen normalen Spaß, oh, Audi spielt auch mit, cool, sollte eigentlich auch der Spaß im Vordergrund sein. Da nennt sich jemand Audi. Ja, mal gucken mal, ob Skoda, VW und Mercedes auch dabei sind. Ja, schön. Ich liebe es übrigens einzuspeichern. Ich liebe es übrigens einzufärben. Mein Tipp, so hoch wie möglich, also haltet, wenn ihr jetzt so eine Schusswaffe habt, haltet die so hoch wie möglich und richtig schön, weil dann kann man richtig schön verteilen. Und da werde ich natürlich weggeblubbert von, Astrainer Engel. Das sind ja Pfannen sein, glaube ich. Jetzt habe ich einen Pfannen verloren. Hoch. Dann wird nämlich richtig gut eingefärbt. Und das Einfärben ist natürlich auch das Aufladen der Ulti-Waffe. Aber hier momentan sieht es nicht so gut aus. Der Wandschwabber von Spirit Poet hat uns weggeblubbert. Überraschenderweise habe ich mit meiner Lieblingswaffe, also meiner optischen Lieblingswaffe, also die mir optisch am besten gefällt, noch gar nicht so oft gespielt, nämlich mit dem 3R-Schwabber, also mit dem Eimer, den ich übrigens auch hier als 3D-Druck von Etsy in echt im Real habe. Habe ich den überhaupt schon gezeigt? Weiß ich jetzt gar nicht. Muss ich mal nachholen. Ich glaube, ich muss mal mein Splatoon-Zeugs wieder zeigen. Ich habe schon ewig lang dazu kein Video mehr gemacht und irgendwie was gezeigt. Ihr wisst ja, immer auch viel zu tun, harte Arbeit, ne? Muss ich vielleicht mal wieder rausholen und damit spielen. Bei Splatfest bevorzuge ich Waffen, mit denen ich wirklich am besten auskomme, weil ich dann sage, gut, da bin ich dann sicher, weil es geht ja darum, möglichst viel einzufärben. Es geht nicht darum, wer die meisten Kills hat, sondern wer am meisten einfärbt. Das ist immer noch dasselbe. Da hat sich nichts dran geändert. Und bei den Revierkämpfen meine ich, kommt man ja auch so ein bisschen anderes.
oder Goldfisch. Wenn man Goldfisch in den Pfoten dann ins Wasser springt oder so. Auch immer wieder gern gesehen, diese Pfanne. Jetzt habe ich schon wieder. Ach, ist doch egal. Wir werden hier, oder ich werde hier ordentlich wenn das Spirit Poet. Spirit Poet. Der hat's drauf. Oder die. Oder das. Ganz egal. So, ich rufe natürlich cool, cool, cool. Rein springen. Ich springe nicht so gerne. Ja, Audi ist eine Blitzgestalt. Ich glaube, Blitzgestalt, ja. Ich springe nicht so gerne, weil meistens springe ich eben in den Tod, weil eben die Spawnpunkte angezeigt werden. Und dann kann man sich dahin platzieren und schon von vornherein wegsplatten, was ziemlich ehrenlos ist. Aber ich bin ganz ehrlich, im Krieg und beim Splatoon ist jede Wiese erlaubt und ich mach's dann einfach auf, weil sie die anderen einfach aufmachen. Es gab ja auch Splatoon-YouTuber, die gesagt haben, nee, das macht man nicht. Oder wenn man sieht, oh, da ist jemand auf einem niedrigen Level, den muss man erstmal gewinnen lassen oder sich wegsplatten lassen von dem, dass das Selbstwertgefühl das oder die Motivation da ist. Nee, also, nee, es tut mir leid, also das mache ich nicht. Man sieht ja auch gar nicht mehr den Leuten oder den anderen Spielern jetzt an, ob sie, welches Level sie haben. So, oh, ich habe die Animation vergessen. Zip. Man sieht ja einiges nicht mehr. Das werden wir übrigens noch dazu kommen. Es hat auch ein paar andere Veränderungen gegeben. Sieht man aber dann, wenn ich zu den Spinden runtergehe. So. Ja. Da sind ja richtig, richtig starke Gegner dabei. Holla die Waldfee. Ich muss sagen, das Splatfest hat mir diesmal richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe mich auch wirklich mal darauf eingestellt wieder. Das letzte Splatfest bei dem Halloween-Thema, da war ich an dem Wochenende gar nicht, eigentlich gar nicht da und konnte nur Samstagnachmittags dann, Sonntagnachmittags spielen. Nee, es war Samstag. Es war Samstag, wo ich wieder zurückgekommen bin von Köln. Weil es war mal so, dass ich gesagt habe, ja, eigentlich Splatfest ist eigentlich, das ist wie ein Feiertag. Da muss Freitagabends schon der Proviant eingekauft werden. Also in der Regel Chips, Pizza, Cola oder Energy Drinks. Und sich dann da so richtig eindecken und da so eine richtige Party mitfeiern. Das Problem ist, ich habe einfach irgendwie niemanden, mit dem ich eine Splatoon-Party feiern kann oder Splatfest-Party feiern kann. Es gab ja manchmal, oder es gibt ja manchmal dann diese, wenn man halt dann im Discord mit anderen Leuten oder mit einem anderen Leut, es dann quatscht während dem Spielen. Aber das ist irgendwie keine richtige Splatfest-Party. Das ist irgendwie so, ach ja, ich weiß auch nicht. Ja, das sieht doch sehr schön aus. Hab alles ich gerade eingefärbt. Es leuchtet auch schön. Ist bestimmt auch radioaktiv. Nice. So, dritte Runde. Und jetzt bin ich halt momentan wieder alleine. Also bei dem Splatfest war ich komplett alleine. Also es war auch niemand jetzt irgendwie im Discord oder so. Was mir mal richtig gut gefallen würde. Ich würde richtig gerne mal, wenn ein Splatfest ist, wirklich streamen, Livestreamen und Leute dann im Discord haben und dann das alles im Stream. Das würde mir wirklich mal gefallen. Ich weiß, das machen andere auch, aber ja, ich teile eben gerne, was ich gerne mache und das ist ein Spiel, wo ich wirklich, wirklich liebe und oi, die Coolkugel entkommen, cool. Das ist übrigens die Farbe von Team Faustcheck. Schön, ne? Christina, vorher Sandra, jetzt Christina. Das klingt alles irgendwie wie Figuren aus, was weiß ich, gute Zeiten, schlechte Zeiten oder so. Christina und Sandra hatten Streit in Splatoon. Nein, Spaß. Und, ja, vielleicht kommt ja sowas mal zustande. Und falls bestimmte Leute das hier sehen, so Christina, wäre erledigt. Also, eine Splatfest-Party-Wochenende, das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Auch für ein Realtreffen und dann eben das Splatfest spielen, Splatoon spielen und das Ganze ein bisschen mehr zelebrieren. So. Ja, die Einfärbe läuft hier ja richtig stark. Man muss gekonnt Gegnern ausweichen oder ihnen Paroli bieten. So, der Highhammer hat nichts gebracht. Kann ich dich wegsplatten? Nein, ich schaff nicht mehr. Wer war das jetzt? Nein. Christina, jawohl.
Airbrush RC. Ja, dieselbe, dieselbe Waffe, wo, wo ich habe. So. Ja, noch etwas. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, es ist wichtig, es ist ja ein Spiel. Und das sind die Gegner. Die Gegner. Also ich sag immer die Gegner. Und nicht die Feinde. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, wenn man in einem anderen Team ist, dann sind wir Feinde. Also ein Feind, das ist kein Krieg, sondern das ist ein Spiel, so wie Krieg kein Spiel ist. Das verwechseln manche vielleicht schon noch irgendwie und sagen so, ja, das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, nein, darum geht es nicht. Es geht immer noch um den Spaß und das Motto, möge der Beste gewinnen. Und wenn man nicht gewinnt, dann hat man auch nicht verloren, weil, wie gesagt, das Platoon, so geht es mir jedenfalls, ist dabei sein alles. So, ja, der Ultrastempel hat uns natürlich bekommen. Ich mag den Ultrastempel nicht. Ich mag ihn nicht. Es sieht einfach, es ist hässlich. Ich mag ihn nicht. Ah, ich hatte bei Splatoon 2 drei oder vier Mal, ich glaube, man braucht diesen Kensa-Pinsel oder den Kalligraph-Pinsel. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist diese Rolle, Textroller, dass man dann den Ultrastempel als Ultiwaffe hat. Aber ich bin damit gar nicht klargekommen. Überhaupt nicht. So. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ups. Nein, ich glaube ein Los. Ja, die Farbkombination von diesem Grün und von diesem... Ja, das ist doch nicht orange, das ist doch ein Braunton, oder? So Lehmbraunton. Ist ja eigentlich sehr schön und ja, diese Kombination ist gerade auf der Map. Hat ausgesehen wie so ein Schlammsumpf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wir haben einen neuen Effekt. Ich glaube bei den Schuhen. Die Schuhe übrigens immer noch mega nice. Ich liebe sie. So, wir sind immer noch normaler Knuddel-Fan. Und bald geht's weiter. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss und bis bald. Und ich gucke mir jetzt die Spinde an. Das ist vielleicht nicht so interessant. Ach ja, doch. Das will ich noch hier zeigen. Man sieht nicht mehr die Namen von den Spindbesitzern. Sieht man nicht mehr. So, aber jetzt. Ja, viel Spaß bei die Spinde bei Splatoon 2. Bis zum nächsten Video. Tschüss.